Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe von Kobi brandneu. Die 5807 Boeing CH-47 Chinook. Hervorragend. Ein Heli, ein kleiner Heli. Also eigentlich ist es ein ziemlich schwerer Transporthelikopter. Oder so mittelschwer, irgendwas zwischen mittelschwer und schwer. Mit hier Tandem-Rotor gegenläufig. Es ist wunderbar. Ich habe die immer besonders gemocht als Kind. Bananenhelikopter waren die allercoolsten. Und sie sind es eigentlich immer noch ziemlich. Richtig. Gucken wir uns mal hier Armed Forces. Wir gucken uns die Box an. Eine Kobi-Box. Wir schauen nach vorne und wir gucken natürlich auf die Abenteuer der Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Ein Bild, wie sie aussehen. Und dann hier einmal so ein bisschen Informationen. Und hier unten dann ein kleines Factsheet. Und da sehen wir, dass das Ding 60 Jahre schon im Dienst ist. 60 Jahre. Hat alles mitgemacht. United States natürlich. 300 km/h schnell das Ding. Kann 10 Tonnen heben. Ganz wichtiger Punkt. Fokus. Pad printed. No Stickers. Ganz wichtig. Und, wo schreiben wir es hin? Es ist ein, weiß nicht, ob wir das jemals lesen können, Boeing. Officially licensed. Es ist tiptop. Genau. Und Kobi kennt ihr ja natürlich, die polnische Firma, produziert alles innerhalb der EU. Sehr, sehr gute Steine, eine gute Qualität und vor allem ein super Set. Hier haben wir noch so einen kleinen Slope, da steht nochmal, so blendet es nicht. Steht einfach nur nochmal drauf, dass das gleiche ist. Scale ist 1:48. Passt also auch zum Beispiel zur Super Hornet. Nur so vom Interesse her für euch. Oder auch, zeige ich euch auch noch, bin ich auch im Überlegen, ob ich das Ding mit euch bei Twitch baue. Der ist nun auch da. Schauen wir uns auch nochmal an. Gucken wir mal, ich habe dieses Modell mit euch zusammen live in meinem Twitch-Kanal gebaut. Und da könnt ihr auch nochmal so die einzelnen Prozesse nachverfolgen. Sitze ich, wie ihr wisst, an meinem Twitch-Schreibtisch und Kamera von hier hinten guckt mir über die Schulter. Und wir konnten zusammen da in knappen 3 Stunden mit viel Geschwätz und Pausen und sonst was. Ich nehme an, die Netto-Bauzeit liegt so bei, weiß nicht, 1,5 Stunden, 2 Stunden, wenn man ein bisschen strukturiert ist. 815 Teile sind drin. Ich habe nur die offizielle Kobi-Zahl, es gibt nur ein paar Ersatzteile. Da sind wir dabei. Wir haben vor allem am meisten über die Farbe gesprochen während dieses Aufbaus. Und die ist auch tatsächlich speziell. Das ist so ein Sandolivgrün, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt mal das normale Rot nehmen und dann das Sandrot bei Lego, würde ich sagen, ist das normale Oliv und davon dann der Sandton. Ich finde, es passt vorzüglich zu dem Modell. Und ich bin gespannt, was wir in diese Richtung noch weiteres sehen werden. Ihr wisst, Boeing, das sind die mit diesen Rescue-Modellen. Und das hier ist natürlich auch ein Transporthelikopter, der sehr häufig, da gibt es diese unglaublich spektakulären Rettungsvideos, wenn die irgendwie an so einem steilen Berghang dann anfliegen und rückwärts andocken. Und das ist dann am Berg, das wollte ich euch jetzt zeigen. Und hier kommt dann die Kordel raus, dann können sie hier irgendwas hochheben oder das schwebt komplett in der Luft. Dann wird hier hinten aufgeklappt, kann man einladen, also man kann ohne Ende Party machen. Ich zeige euch nämlich jetzt mal kurz, das sind die 2 Sachen, auf die es mir ankommt. Wir haben einmal hier hinten diese große Klappe zum Laderaum. Geht bis vorne durch, ist aber jetzt nicht so, dass man da was einladen würde, das ist nur Dekoration. Klappt zu und hinten, hat man mir auch während des Streams gesagt, ist der offen. Mit zugig, glaube ich, da in 6 Kilometer Höhe in dem Ding. Und hier seht ihr die kleine Winde, an der kann man drehen und dadurch kann man die Kordel da reinholen. So, mit dem dicken Finger kriege ich das hin, falsche Richtung, so. Und dann zieht es dann wieder hoch, so. Tap, 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 tap. Und kann man auch ganz reinziehen. Oben ist eine Querstrebe, da ist das drüber. Und jetzt haben wir hier die beiden Noppen. Und jetzt können wir entweder überlegen, ob wir das hier positionieren, diese 4x4 Fliese, damit es einfach offen bleibt und wir damit was machen können. Oder ob wir das Ding nehmen und einfach zumachen. Und dann ist es geschlossen. Je nachdem, wie ihr das haben wollt. Wir haben 4 feststehende Räder. Vorne doppelt bereift, hinten einfach. Und so wie ich das auch gelesen habe und auch in manchen Videos gesehen habe, ich weiß aber nicht, ob das auf jede Art von
ihr Bananenhelikopter zutrifft. Oder ob das jetzt dieser CH-47 nur ist, der kann auch wohl auf dem Wasser landen. Das fand ich sehr spannend. Wir haben, gut, ich meine, klar, die drehen sich, ja, und auf zwei Ebenen, also die können sich wunderbar so drehen, ohne dass sie gegeneinander stoßen natürlich, da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich bin zum Überlegen gewesen, ob ich sie abnehme, während ich den präsentiere. Es kann sein, dass ich irgendwo mal dagegen komme und dann brechen sie ab, denn Folgendes ist mir auch während des Streams schon aufgefallen. Natürlich, was heißt das? Ich als Captain Obvious habe es gemerkt, nur drei Noppen halten das hier fest. Ja, also das ist, diese Noppen gehören zu diesem zentralen Element hier. Und ja, cool, ohne Gegendruck von unten das Festdrücken, das ist eine Profi-Aktion. Und die sind hier dran, das sind alles Baseplates hier. Kleine Baseplate-Elemente. Das ist eine sehr coole Sache, die Kobi da immer macht. Und dann obendrauf die Fliesen. Es sind wieder wahnsinnig viele Tüten, um die einzelnen Bauschritte, drei an der Zahl, nochmal zu unterteilen. Das Runterbrechen ist wirklich enorm bei diesem Modell. Wahnsinnig viele Tüten, kleinste Paketchen, es geht mir immer ziemlich auf den Geist. Aber wenn das Modell dann ausgepackt, also die Teile ausgepackt sind, die sind wie gesagt hervorragend, es ist praktisch bis auf die Rotorblätter alles in diesem Olivgrün gehalten. Das ist unglaublich, wie entspannt das farblich vor einem ist. Gebt Acht beim Bau. Es gibt wie immer einmal 5 Plates. Es gibt die 2x5 Plates. Es gibt die 7er Plates. Es gibt große Fliesen, kleine Fliesen. Es gibt Slopes in verschiedenen Schrägen. Da wird auch darauf hingewiesen. In der Anleitung halt. Darauf hingewiesen. Das hast du da eben noch gehabt? Anleitung verschlampt. Es wird immer darauf hingewiesen, dass es verschiedene Arten ähnlicher Teile gibt, die man von Lego nicht kennt. Ich weiß, alle, die Kobi gebaut haben, gähnen, weil es immer das Gleiche ist, was ich sage, aber sehr viele steigen immer noch neu bei Kobi ein, haben sich Zeit gelassen und jetzt sehen sie, das ist der coolste Hubschrauber aller Zeiten, den möchte ich bauen. Achtet darauf, dass ihr die richtigen Elemente benutzt, auf jeden Fall. Es ist wahnsinnig ärgerlich, das wieder auseinandernehmen zu müssen. Kobi ist sehr stabil. Auch dieses Modell, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, vor allem mit dem vorderen Element hier. Hier geht die Tür auf und Treppchen gehen da runter. Und das hier war am Anfang schwierig. Das hat sich erst, als die Dachkonstruktion drauf kam, wirklich stabilisiert. Dann aber beträchtlich stabilisiert. Also jetzt kann man hochheben, wo man will, das Ding. Das ist Kobi-mäßig ein Meinungsverstärker wieder ab einem gewissen Punkt. Sobald man die rote Blätter abgenommen hat, kann man hier mal fest drum rumgreifen und durchaus Nachdruck verleihen, wenn man möchte. Ganz wichtig nochmal der Hinweis, es gibt keine Sticker. Ich habe auch nichts vergessen. Das hier sind Prints über drei Slopes nebeneinander. Das hier sind Prints, 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 Prints. Und hier vorne noch ein eigenes Fenster, auch ein Print. Das hier oben sind Prints über mehrere Elemente. Das sind zwei Elemente nebeneinander. Blödsinn. Ist ein Element. Das hier unten sind zwei Elemente nebeneinander bedruckt. Auf der anderen Seite auch. Wir haben eine komplett bedruckte Frontscheibe hier, die auch hier bis runter geht. Das ist ganz cool gemacht, finde ich. Alles, alles, alles bedruckt. Und es sieht gut aus. Gleich vorweg eine Sache, die mich immer wieder stört. Was heißt vorweg? Ich habe schon 10 Minuten geredet. Es sind die Angusspunkte. Wir kommen immer wieder auf das Thema zurück. Ich weiß, das ist für viele kein Thema. Lego hat auch große Angusspunkte, vor allem bei dunklen Farben mittlerweile, aber sie stören mich trotzdem, vor allem wenn ich sie nicht verbergen kann an manchen Stellen, wie hier, da oben drauf und da oben drauf und da oben drauf. Und den Anguspunkt hätte ich verbergen können. Ich hätte diese ganze Plate andersrum drehen können, habe ich verbaselt, genau wie den hier auch. Der hier vorne ist wieder Pflicht. Den kann ich nicht verstecken. Und das finde ich oftmals ein bisschen schade, vor allem weil das keine wirklichen Spielmodelle, sondern Displaymodelle sind. Und dann finde ich Anguspunkte schade. Da hätte ich gerne noch mal diesen letzten Schliff, dass das Teil halt von der anderen Seite gegossen wird oder so. Ich weiß nicht, ich kenne mich da technisch, wie gesagt, nicht aus. Ich sehe nur Hersteller, auch bei Kobi, da ist manchmal der Anguspunkt an einer angenehmen Stelle und manchmal an einer doofen Stelle. Denke ich mir, das muss doch nicht sein, einfach. Das wäre doch einfach netter, wenn es anders wäre. Und vor allem, ich finde dieses Modell, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber es sind bis auf das Scheibenelement ist nichts neu an diesem Helikopter. Ich kenne alle Teile. Das sind keine Sonderteile in der Kobi-Welt. Die kommen in ganz vielen Panzern vor, in Flugzeugen, in Schiffen, Helikopter, in Automodellen von Kobi. Einmal quer durch die ganze Produktpalette.
Und die haben das wirklich gut drauf. Das sind Schiffsrumpfteile hier oben. Die werden immer von unten meistens in Rot an die großen, langen Schiffe. Was wir jetzt auch, welches auch immer, die Warspite hatte die auch dran. Auf jeden Fall. Natürlich hat die Titanic die dran, die Bismarck hatte die dran. Hier auch die Flieger, die ich euch gerade gezeigt habe, Super Hornet, die haben die alle dran. Und das finde ich schön, dass die immer wieder aufgegriffen werden, dass immer wieder die gleiche Idee aufgenommen wird. Das ist wirklich klasse. Es macht viel Spaß. Und jetzt vor allem noch in dieser Farbe. Wirklich gut. Ich hatte doch irgendeine Idee mit den Nicht-Sonderteilen, oder? Ich weiß nicht mal, was ich hinaus wollte. Aber es macht nichts. Achso, hier vorne genau zum Beispiel auch wieder die Slopes, die hier um die Ecke gehen. Anguspunkt, Anguspunkt. Und man muss diese Slopes so setzen. Man hat keine Möglichkeit, sie zu drehen. Da müsst ihr einfach leider, das muss man hinnehmen. Hier sind friedenserhaltende Rettungsmaschinengewehre oder wahrscheinlich sind es Antennen. Das sind bei den Kampffliegern sind das die Maschinengewehre, jetzt sind das hier halt Antennen, nehme ich an. Ich glaube, die, so wie ihr mir im Chat gesagt habt, war die Verteidigung von diesen Dingern oder ist wohl, dass jemand irgendwo raussteht und rausschießt, irgendeine MG-Schütze oder sonst irgendwas. Ansonsten sind das eher Transport und vielleicht sogar tatsächlich Rettungshubschrauber. Und nicht unbedingt, ist ja nicht für einen Angriff in irgendeiner Form designt worden. Ja. Rotorblätter, ich habe es ja vorhin kurz abgenommen, aber hier kann ich es mal so richtig abziehen, hoffe ich mal. So, das ist dieses Element und das ist jeweils so ein Arm davon. Das ist also ein großes Element, was man da bekommt in drei Richtungen. Und dann haben wir hier nur diese eine Wedge-Teil-Geschichte angebaut und dann kommt hier diese lange Konstruktion dran. Es ist absolut ausreichend stabil. Es kombi-typisch passt alles wunderbar zusammen und hält sehr, sehr fest. Auch das hier oben, also das langt schon zum Festhalten, das ist gar kein Problem. Und ich bin mir sicher, sehr viele haben mich angesprochen auf dieses Modell, genauso wie auf den Apache, der natürlich dann auch noch hinterkommt. Wer baut denn den eigentlich? Ist das Boeing? Guckst du mal, ist direkt auch Boeing. Super, ich sag euch, die Kooperation geht immer weiter. Ich hoffe, es kommen ja noch die ganzen zivilen Modelle von denen. Da hätte ich schon Lust drauf. Auch die McDonnell Douglas-Geschichten, die noch dazu genommen haben. Ich fände das klasse. Ich will endlich einen Jumbo. Wollt ihr nicht auch einen Jumbo haben? 747 in groß? Vielleicht mit den zwei Ebenen oben mit einer ersten Klasse so tatsächlich reingebaut. Ich hätte da richtig... Sag mir doch mal Bescheid, ob ihr auch sowas gut findet. Ich muss das dem Herrn Kobi mal irgendwie rüberschicken. Kann doch nicht sein, wir brauchen endlich die ganzen zivilen Modelle. Und die haben doch eindeutig eine Kobi-Lizenz. Kobi hat eindeutig eine Boeing-Lizenz. Die haben so viel von denen im Programm. Ja, auch die neuen Maschinen. Wisst ihr ja, 787 und 777X und so Geschichten. Die haben auch die 737 Max. Das sind doch alles, das sind doch tolle Modelle. Und die jetzt in groß und detailliert und natürlich ohne Sticker, sondern ich will auch nicht, dass dann beim Jumbo ich die Fenster wieder aufkleben muss. Das nervt mich. Ich möchte die in der Qualität haben. Und ich glaube, die gehen richtig, weil die gut aussehen einfach. Gut umgesetzt sind. Und in so vielen Filmen vorgekommen sind. Das ist cool. Jetzt hier, der hier ist ja aus den 80ern. Das hier, wie gesagt, aus den 60ern. Aber wird hier immer wieder modernisiert und natürlich angepasst an die Gegebenheiten. Aber ich hatte wirklich Spaß. Ich frage mich immer noch, welchen Gedanken ich ansetzen wollte vorhin. Aber ich werde es, wenn ich das Video mir nochmal angucke, werde ich es mit Sicherheit erkennen. Das hier, waren das Antennen? Hattet ihr mir das gesagt? Sag nochmal, das hier außen hier? Halte ich schon, ich weiß nicht. Das hier sind ja wahrscheinlich auch solche Dinge. Ich kann euch zu dem Helikopter, ich bin ja kein großer Helikopterwissenschaftler, ich kenne mich der Helikopterloge, ich kenne mich da nicht so wahnsinnig aus, aber natürlich da nochmal der Antrieb. Und ich erinnere mich einfach nur, wenn die Dinger geflogen sind von einem Stützpunkt hier, dass ich das cool fand. Hier sind auch nochmal Lichterchen, Landelichter oder so. Hier seht ihr auch nochmal den Print über die zwei Steine. Und da seht ihr, ach genau, das war, aha, wollte ich das vielleicht vorhin sagen. Guckt mal hier, der Versatz, der ist auf der Seite besser gelöst. Also wenn man eine Kritik an einem Print haben möchte, an irgendeinem an diesem Set, dann ist es dieser Versatz dort. Und ich glaube, der kommt aber daher, dass ich dahinter, der lässt sich nämlich ganz leicht bewegen, ich glaube, dahinter eine Noppe nicht ganz festgedrückt habe. Aber wie gesagt, das hier wäre ein Punkt, da seht ihr einen Versatz drin. Das ist ein bisschen schade. Ist aber auch tatsächlich das Einzige, was ich an ernsthafter Kritik an dem Modell äußern kann. Alles andere hat einwandfrei funktioniert und ich fand, wir hatten Spaß beim Aufbau. Achtet, wie gesagt, ganz zu Beginn darauf, dass hier dieser vordere Bereich, die Nase, nehme ich mal an, dass die, dadurch, dass hier diese Luke gebaut wird, ein bisschen zu wenig Stabilität hat. Und wenn man dann von oben gegenhält, es sein kann, dass es unten durchbricht. Sobald dann hier oben diese Struktur drüber kommt, ist alles super.
Bis dahin, seid ein bisschen vorsichtig da vorne. Das kann zu Frust führen und ist ja unnötig. Alles andere diskussionsfrei, extrem stabil. Vor allem das hier unten hat mich wieder fasziniert, wie gut das funktioniert hat. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf den Helikopter. Sagt mir gerne nochmal, ob ihr den. Ich habe auch noch eine F-15 da. Können wir uns überlegen, welchen wir davon vielleicht zusammenbauen wollen? Je nachdem, was euch Spaß macht. Vielleicht die beiden Helis, die brauchen Freunde. Bauen wir die zusammen? Habe ich überhaupt gar keinen Schmerz. Oder wir bauen halt auch mal wieder ein altes City-Modell. Es ist, oder von Bluebricks habe ich auch schon. Oh mein Gott, es ist einfach zu viel. Wir kämpfen uns da gemeinsam durch. Ja. Aber und retten ein wenig noch das Programm, oder? So machen wir das. Ich hatte auf jeden Fall Gaudi. Ich weiß, er wird sehr, sehr erfolgreich sein am Markt. Das hundertprozentig. Die Anfragen waren enorm, deswegen gehe ich davon aus, dass das wirklich klappen wird. Und ansonsten freue ich mich aber persönlich aufgrund meiner Vorlieben eher auf die Zivilmodelle. Wie gesagt, dicker Jumbo, eine DC-10, das wären richtig coole Modelle und vielleicht ja für euch auch. Lasst es mich gerne wissen, ich freue mich darüber. Ich wünsche euch eine gute Zeit, habt ein ganz großartiges Wochenende und nette Leute um euch. Macht's gut, bis bald.